Hallo und herzlich willkommen zu 7 Days to Die. Ich bin Chili81 und mit dabei ist natürlich wieder die Hani. Hallöchen. Außerdem haben wir Winnie als Moderator mit an Bord. Schön, dass ihr da seid. Also, ich habe ja geplant, nicht nur als Moderator. Schönen guten Abend an alle. Ich hatte ja gehofft, dass ich heute an meiner Butze weitermachen kann. Falls du das vergessen haben solltest, habe ich gestern angesprochen. Nee, das hab ich gehört. Da musste ich dich noch mal kurz einladen. Das kriegen wir aber hin. Da haben wir es auch schon. Ja, ich sieh's. So, jetzt ist raus. Ich weiß nicht, was hier mit Windows los ist schon wieder. Naja, lass mich mal rödeln. Ne? Lass mich Ja, mal in Ruhe. ich hab das ja vor mir, also ich sehe ja im Zweifel auch alles, ne? Ich sitze ja trotzdem vor dem PC. Genau, ich werde mal hier ein paar Bäumchen noch pflanzen unterwegs nach Hause. Ich hatte ja wieder vor, zum Händler zu fahren. Und da ich ja mehrere abklappern muss, wird das ja ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Deswegen will ich rechtzeitig los. Dann werden wir gucken, was wir da so Schönes kriegen. Ich habe auch ein bisschen was zusammengebastelt zum Verkaufen, ein bisschen was zusammengeramscht. Ja, werden wir mal gucken, was da so geht. Was wir da so Schönes kriegen. Auf jeden Fall ist heute wieder entspannt Farmen angesagt. Ich will noch gucken, wie viel ich aus der Mine rauskriege. Wie weit geht es noch runter? So, hier ist noch ein Rucksack. Oh, da war was Schönes drin. Eine schöne Kapuze mit über 500. Läuft hier rum wie ein Assassine. Wenn man da ein Helmlicht ranmodden könnte oder so, ich würde es machen. Mit so einer Kapuze dann. So, Kann man eigentlich so ein weißes Garagentor auch irgendwie nachklöppeln? Meins herstellen oder was? ich glaube, die Naja, diese Platten. einzelnen Teile, weil bei dem einen ist das kaputt. Ich denke, das kann man nachbauen. Also ich meine auch, dass wir das mal gesehen haben. Die Frage hatten wir, glaube ich, schon mal. So, Hani ist beigetreten, sagt er jetzt. Ja, ich bestimmt Ist auch gleich. schon mal super. So, ich Okay. bin auch da. Schön. Hier liegt noch Und was auf den Stacheln. kein Erwin da, Gott sei Dank. Ja, die hatten mich da so ein bisschen bedrängter. Ja. So, okay. Ja, dann machen wir heute wieder eine schöne Tour. Looten. So, das wird zerlegt. Ach, wieso habe ich das mit? Ist egal, ich habe es jetzt erstmal mit. Wieso habe ich hier noch eine 500? Okay. Questzettel wollte ich auch noch mitnehmen für unterwegs. Packen wir die Munition mal noch weg. So. Denn die Ahornsamen packen wir aber auch noch weg. Und Sprit brauchen wir auch wieder, ne, Hani? Das hat ja auch. Ich will jetzt, ich packe mir schon alles ein, dass ich gleich losfahre dahin. Okay, ich muss mir auf jeden Fall meine Axt noch mit einpacken. Ich will ja die Quest ausprobieren. Holzfäller zerlegen mit einer Feueraxt. Machen wir auf jeden Fall auch. Mal gucken, was bei rumkommt. So, ich hoffe, das Benzin reicht. Mal gucken. So, ein bisschen Halt, ich habe Wasser. mal was vergessen. Wasser mache ich auch noch rein. Ich brauche doch Reparaturkits. Guter Tee. Ja, also so groß ist das mit den Reparaturkits momentan nicht. Aber es geht. So, gehen wir mal an die Händlerkiste. Nehmen wir mal schon ein bisschen was mit hier. So, alles was hier unten war.
wollte ich ja dem Händler mitgeben. Kriege ich gar nicht alles mit, muss ich schon weiter im Moped packen. Muss ich erstmal gucken, wo ich überhaupt hinfahren muss. Wo das nochmal war. So. Hier sind so viele Xe und Nein, so doch nicht. So doch nicht. Was? So. X. So, dann ziehen wir das mal hier zusammen. Das ist okay. Ach, da muss ich ein Stück durchs Dingsgebiet hier, durchs Schneegebiet. So, ein bisschen Geld. Ne, Geld brauche ich jetzt, glaube ich, gar nicht mitnehmen, so viel, wie ich da verkaufen kann. Sprit sollte ich mitnehmen, Essen, Trinken, Medizin habe ich. Ach so. Geld hole ich auf dem Rückweg, aber ich muss ja sowieso hier wieder durch. Dann. So, was habe ich? Ich mach mal zu. So, dann werden wir mal gucken. Erstmal nachtanken. Oder die 3%, das geht noch. So, dann packen wir den Sprit erstmal rein. Das mit den Holzfällern kann ich auch erstmal reinpacken. So, wollen wir mal gucken. Also wenn ich unterwegs Hirsche sehe, werde ich die natürlich schon werde ich sie schon überfahren und versuchen vorher den Questzettel zu lesen. Ne, der Platz wird nicht reichen, ich brauche ein bisschen mehr. Machen wir es so, ich kann es ja später rausholen. Große Preisfrage ist natürlich. Ich muss ja hier hinten hoch. Dahin. Da hinten ist ja der Händler irgendwo. Da. Das heißt, ich könnte jetzt links hier die Straße fahren. Ich fahre mal am besten die Straße lang. Und wie gesagt, wenn ich Hirsche sehe, dann lese ich den Zettel. Fahre den Hirsch an, in der Hoffnung, dass ich dann noch wenigstens einen zweiten kriege oder so, dass ich dann die Quest abschließen kann und mal gucken kann. Ja, meistens ist das, glaube ich, eine Viertelstunde, wenn du dann auch vielleicht ein bisschen durch die Gegend fährst, vielleicht hoppelt dir ja noch einer im Weg. Ich glaube, eine Viertelstunde ist hier einer. Das immer. Der kommt aus der Lehmgrube nicht raus, das ist schön. Tief genug. Ja. Was, hier in unserer Lehmgrube da, oder was? Ja, die große. So, dann fahren wir auf jeden Fall hier lang. Ich mache das mal so. Ich nehme mal schon den Questzettel. Nicht Bär, sondern Hirsch. Kann ich den von hier auch lesen? Ja, ich glaube. Okay. Dann heißt das erstmal ab dafür. Muss ich natürlich aufpassen, dass ich die Hirsche dann auch rechtzeitig sehe, ne? Und mitnehmen tue ich sie ja dann auch für Essen wieder. So, ich müsste auch gleich ankommen in meiner gefährlichen Gegend da. Ne, da war kein Hirsch. Schade. Noch Schnee. Wow, oh mein Gott. Das war knapp. Gott sei Dank bin ich nicht so schnell gefahren. Wieso, war da wieder so ein steiler Berg? Ja. Ich hab noch hier bremst. Ach du, die lass das dort nicht immer fallen. Jetzt habt ihr beide das gemacht. Dann müsst ihr nach unten gehen, wenn ihr jetzt ständig fallen lasst.
Doodles. So. Immer noch kein Hirsch in Sicht. Vielleicht habe ich die schon alle weggefahren. Erstmal. Meinst du? Man weiß. Man weiß es nicht. Nee, das ist richtig. Oh, hallo Erwin. Erwin, darf ich dich mal an die Beke titten? Komm mal her. Genau, schlaf mal ein bisschen. Klein Erwin. Gut. Oh Gott, hier ist ja schon das Loch. Ach ja, das ist ja das Loch, wo ich damals die Kohle abgebaut habe und dann reingestürzt bin. Das ist dieses besagte Loch. Ja, stimmt. Ja, einmal rufgeklopft und bam. Nichts ja, unten. Und dann war ich verschwunden, muss. Ach ja. Das war nicht witzig, Marcel. Weißt du noch, damals, als du auf den Kohlepuppe geklopft hast. Ja, das weiß ich noch. Das war nicht so schön. Hopp's mal hier hoch, Olle. Ich will mal in die Mine gucken. Okay, das sieht interessant aus. So, hier muss ich jetzt nach rechts. Theoretisch. Oh, ich sehe immer noch keinen Hirsch. Oh, da oben ist ein Böhren. Ja, hättest du mal die Quest mit hier noch mit den Böhren. Ja, das ist richtig. Der soll mich bloß in Ruhe lassen. Wo ist mein Moped? Da beim Bär? Na super. Dreh dich mal um, Herr Bär, dass du da reinfällst ins Loch. Der reagiert gar nicht. Oh, scheiße, jetzt schon. Oh, verdammt. Wie schwer ist Monsterchen, hätte ich fast gesagt. Der auch nicht reagiert. Ah! Oh Gott, der Bär. Er hat mich. Nein. So ist lauf zum Moped, fahr ihn über. Oh Gott, er kommt hinter mir her. Ah! Oh Gott, scheiße. Herr Bär, lassen Sie mich. Oh Gott. Scheiße. Das ist hier wie die Benny Hill Show gerade. Ja, das würde ich zu gerne sehen, du. Oh Gott. Ich habe gerade die Melodie im Ohr. Ah! Hier, das ist schön. Sing doch mal. So ähnlich. Angaben ohne Gewehr. Ja, Gott sei Dank habe ich eins. Geh weg! Oh, aber er hat mich geschlagen! Er hat mich geschlagen! Oh Gott, nein! Lauf um dein Leben, Hani! Lauf doch! Verdammte Kacke! Dieser Scheißbär! Oh Gott! Der gibt aber auch nicht auf! Ah, jetzt wird's mir hier zu bunt. Ich habe immer noch kein Tier gesehen, bin die ganze Zeit jetzt die Straße lang gefahren. Ja, dann komm hierher! Ich hab hier ein Tier, was kurz mal angefahren werden muss. Wo ist er denn jetzt? Oh Gott, er kommt auf mich zu. Schieß, Hani! Na. Ja, das ist ja geil, Winnie. Das ist. Ich mach mir gleich die Hose. Oh Gott, scheiße. Oh Gott. Ist das gut zu hören? Ja. Oh, er ist tot. Oh. Hast du ihn übergefahren oder hat er sich totgelaufen?
Nee, ich habe ihn erschossen. Und jetzt habe ich aber auch alle meine Medipacks aufgebraucht, die ich mir mitgenommen habe. Verdammte Kacke. Sag Bescheid, wenn du nochmal sowas hast, dann blende ich das gerne wieder ein. Nein, du musst jetzt hierher kommen und mir Medikits bringen. Ich? Ja. Vielleicht bist du weg. Mensch, diese scheiß Fliegen hier. Habe ich Medikits? Ja, wo bist du denn? Ich muss dich, glaube ich, markieren. Das habe ich noch nicht gemacht. So. Ah, nee, 2 Kilometer. Okay, Kumpel, ich habe hier ein bisschen was für dich. Hier ist so eine schön Knüppel. Ja, den find's gut, ne? Schrotflinte. Oh, ich hab hier jetzt draußen sogar Bären. Hör ich gerade. Ja, danke schön, ich hatte schon einen. ja, ich bin dann unterwegs. Ich habe zwar kein Moped, aber ich versuche mein Bestes. Wieso hast du kein Moped? Weil ich keins hab, ist doch egal. Ich komme jetzt entgegen. So, ich hab ein bisschen, bisschen Geld. Ach Gott, Nedo. Ich hab jetzt gar kein Bier mit. Na, ist egal. Naja, und dann kommst du hierher. Ich halt bei uns nochmal an. Und ohne Bier. Marcel, hattest du nicht noch Mopedteile fertig gemacht? Ja, tatsächlich. Hat er sich da fix was zusammenklöppelt? Nein, ich baue mir da jetzt nichts fix was zusammen. Ich habe jetzt keine Lust dazu. So, einen Bären habe ich zerlegt. Ja, supi. Schaffst du das denn nicht so zurück? Ach, lass, ich werde schon nicht sterben. Wie viele Bären muss ich denn töten, damit er das hier voll macht? Ich weiß es nicht. Aua. Jetzt bin ich im Kaktus gefahren. Es war leider nur ein Bär. Bleib da, Winnie, ist gut. Okay. Ich werde das schon überleben irgendwie. Oh, ich hätte mal doch ein bisschen Geld mitnehmen sollen. Der hat mir nämlich gar nicht so viel abgenommen. Okay. Na, mal gucken, ob das reicht. Ich habe jetzt noch ein bisschen was zum Verkaufen. Da so. Muss ich ihm besser aufpassen, wenn ich da runtergehe. Guck mal hier, Werkzeug, Erdbohrerklinge, Taschenlampe. Noch eine Erdbohrerklinge. Naja, es geht jetzt. Ich habe jetzt 21.000. C6-Munition. Ich bin gleich wieder da. So, Pistole haben wir. Das haben wir. Okay. Also da brauchen wir nichts weiter. Schießpulver, das lohnt sich auch nicht, die 60 Stück hier, oder? Naja, nehmen wir mal trotzdem mit. Kleidung gucken wir mal rein, hat er auch nichts Gutes. Aufwertungszeug hat er wieder. Puh, Jagdmesser brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. So, was haben wir hier noch? Ah, hier ist das Zeug drin, was ich ihm verkauft habe. 50 Ölschiefer will er mir verkaufen. Ja, da kann er sich ja klemmen. Jo, das lohnt sich nicht. Sag mal, wo waren das, wo wir die Dings reingeschmissen haben, die... War das das Loch hier? Nee. Ich habe hier schon so viele Löcher gemacht. Ich weiß schon gar nicht mehr. Ach hier, wo die Tasche war. Okay. Naja, ich komme mal zurück nach Hause. Erstmal in die Richtung wegen der Händler. Ach, das sieht katastrophal aus, was wir hier gemacht haben beide. Ich hoffe mal, dass das heute passt mit dem Händler. So, bin ich da. Jo. Das war, glaube ich, keine gute Idee. Oh Gott.
Also falls ich sterbe, muss mich einer retten kommen. Okay. Eigentlich müssten wir noch ein Ersatzmoped immer zu Hause haben. Falls einer irgendwo in eine rote Zone reinfährt und nicht mehr rauskommt, oder wie? Ich versuche jetzt erstmal hier irgendwie mir noch hier irgendwie was zu buddeln. Solange mich kein Bär besucht. Ja, ich bräuchte noch mindestens einen, damit ich hier das Ding abschließen kann. Ja, dann komm mal hier zu mir, da findest du bestimmt einen Bären. Vielleicht muss sie ja auch gerettet werden, dann lohnt sich dann wenigstens vielleicht. Du bist heute in der Wüste. Ja, aber ein Stück davor, wo dieses andere Loch ist, wo ich reingestürzt bin, da sind Bären. Ach so, da direkt am Rande, ne? Ja, das war witzig, die wilde Hetzjagd mit ihm da. Dann fahre ich da einfach mal lang. Weißt du, woran ich da denken musste, was ich als Bild im Kopf hatte, wie du da mit ihm gestruggelt hast? Weißt du noch Asterix und Obelix in Amerika? So, achso, wie er den Bären auf dem Rücken hatte und der Herr, und dann nachher war er bei den Bären auf dem Rücken. Ich muss übrigens 3 Bären töten. Also man kann ja in diesem Questlog nachgucken, den man da hat, das so mit dem Ausrufezeichen, und da fehlen mir noch 2 Bären. Aber da jetzt hat er sich noch an den Ohren festgehalten beim Bären. Aber ist die Frage, läuft da eine Sound? Nö. Aber man weiß, was man kriegt. Guck mal, hier gibt es Fertigkeitspunkte. Das ist ja. Wovon? Von diesen Quests. Und es ist nicht zeitlich eingeschränkt mit den Bären. Ach so, mit den Bären. Ja, gut, weil die wahrscheinlich nicht so häufig auftreten, nehme ich mal an. Dann muss ich das jetzt so lange aktiviert lassen, bis ich dann genug Bären überfahren kann. Hey, ich muss da sowieso zur Randsiedlung. Ist da nicht auch regelmäßig ein Bär? Ja. Die habe ich doch da regelmäßig überfahren. Wo du dann gesagt hast, oh, das ist gut. Ein bisschen Fleisch habe ich auch vom Bären bekommen. 6 Stück oder so. Okay. Habe ich gleich ins Moped gepackt. Oh Gott, dieser Bruchsand. Ich bin hier so nervös, ne? Vor allen Dingen, weil ich keine Medipacks habe. Ja, ich komme wegen der Bärengeschichte, komme ich dann nochmal vorbei. Ich muss ja den anderen Händler auch anfahren, oder will ja den auch anfahren. Ich will ja alle 3 nutzen. Dann machen wir das. Dann komme ich vorbei, bringe dir das, gucken, ob ich nebenbei noch einen Bären abgekascht kriege. Wäre ja gut. Ich muss bloß von zu Hause noch ein bisschen Geld mitnehmen. Ja, alles gut. Ich muss sowieso mich jetzt ganz vorsichtig hier nach unten buddeln, weil mit der Schippe, nicht mit dem Erdbohrer, weil sonst ist Holland in Not hier. So, was brauchst du an Medix-Verbandkästen, ne? Ja, die sind alle. Was hab ich? Warum schieße ich auch auf den? Ach ja, weil ich zu meinem Moped wollte, darum. So, okay. Ich habe mich gerade gefragt, warum macht der so ein Geräusch vom Nachtanken und tankt nicht nach, bis ich dann begriffen habe, ach ja, du musst das ja im Inventar haben. Ja. So, ein bisschen Munition habe ich ja wieder gekriegt, dieses Aufwertungszeug habe ich wieder gekriegt. Zack, zack, zack. So, das packen wir mal hier rein. Aufwertungszeug packe ich dir mal in deine Kiste wieder mit rein. So, bisschen Schießpulver. Ja, das war's. Also, dicke war es jetzt nicht, weil ich da gekriegt habe, aber es sind ja noch 2 Händler offen. Bei welchem warst du denn? Den im Grün war ich jetzt.
Achso. So, 130.000, ja, dürfte reichen. So, Medizin sollte ich dir ja noch mitbringen, Verbandskästen, was meinst? Reichen dir fünf? Ja, mehr nehme ich sowieso nie mit. So, Ja, gut, dann. vorhin hatte ich nur vier. So, dann bring ich Ich dir hab's einfach dir mal krass fünf Stück drauf. mit. Dann ist gut. So, da müssen wir auf einer Karte mal das Ding raussuchen. Bei der Wüste, wo das genau war, an der Kante. Im Grün war das, ne? Ja, Irgendwie. so halb grün und dann ist da noch ein Stück, wo denn schon das mit dem Sand beginnt, ne? Also. Wo waren das? Da hinten. Okay. Die war das. So, das ist da hinten irgendwo. Okay. Bin also unterwegs. Ja. Erstmal werde ich zu der Mine fahren, da, die da am Rand ist. Und wenn ich denn da bin bei der Mine, wäre es ganz gut, wenn du nach oben kommst. Dann finde ich dich ja besser. Dann markiere ich dich da Naja, auch. ja, ich muss ja jetzt erstmal hier unten gucken. Alter, wie lange er braucht hier für das Update, ne? Kann nicht sein. Aha. So, wieder in der schönen Gegend unterwegs. Bald nicht mehr. Also ich bin wirklich gespannt, was wir da im Schneegebiet noch rauskriegen aus Nitrat von dem einen Ding da, wo ich war. Aha. Ich brauche doch nur noch zwei Beeren, dann habe ich das auch erledigt. Könnte aber trotzdem eine Weile dauern, ne, bis man die findet. Ich glaube, ich habe eine andere Idee. Komme ich jetzt hier wieder raus aus diesem elenden Loch? Ich hoffe es doch. Wie ging es denn Sorry. jetzt hier hoch? Gott, ich sehe hier schon wieder nicht durch. Hier vielleicht? Aha. Geht's schon mal irgendwo hin. Das ist schon mal gut. Ich glaube, hier geht's raus. Ja, hervorragend. Aus diesem Unsäglichen.